Grüß euch. Wie ihr seht, waren wir wieder im Wald und waren erfolgreich. Wir haben jede Menge Steinpilze gefunden. Und wir machen aus diesem Fund ein Steinpilzrisotto. Der Klassiker schlechthin. Und an Zutaten brauchen wir kleine Petersilie, etwas trockenen Weißwein und Butter, Parmesankäse, eine halbe Zwiebel, etwas Knoblauch, Salz, Pfeffer, Olivenöl und natürlich Risotto-Reis pro Person ungefähr 80 bis 100 Gramm und 1 Liter Gemüsebrühe. Ich bin schon durch mit den Zutaten. Wir schneiden die jetzt klein, zeige ich euch, wie die geschnitten werden und dann gehen wir über zum Anbraten. Und los geht's. Wir haben jetzt die Zutaten zugeschnitten. Die Pilze brauchen nicht ganz so klein, solche Stücke. Es ist eh zum Großteil Wasser. Und wenn das verdunstet, dann werden die Stücke auch kleiner. Die Zwiebeln, so kleine Stücke gemacht, Knoblauch, den Parmesankäse, den habe ich gerieben. Und die Petersilie klein geschnitten. Braucht auch nicht so fein sein, dann darf man schon auch sehen, dass es Petersilie ist. Und jetzt fangen wir an, den Risotto-Reis zu machen. Wir fangen jetzt an und tun Herd anmachen natürlich, etwas Olivenöl. Die Gemüsebrühe muss warm sein, die darf nicht kalt zugeschüttet werden. Zu dem Olivenöl tun wir noch ein Stück Butter rein. Und wir fangen mit den Zwiebeln an. Die tun wir glasig dünsten, die müssen keine Farbe bekommen. Ich nehme ungefähr 300 Gramm Risotto-Reis, reicht für 3 Personen ungefähr. So, ist schon gut. Jetzt tun wir den Reis dazu. Den braten wir jetzt ein bisschen mit, bei mittlerer Temperatur. Wichtig ist beim Risotto-Reis machen, immer rühren. Darf man nicht müde werden, streng dann, aber das gehört dazu. Immer rühren. Das Olivenöl ist jetzt auch heiß und da tun wir gleich unsere Pilze rein. Wirklich bei voller Leistung den Herd. Und jetzt löschen wir mit dem trockenen Weißwein ab. Jetzt ist es wichtig, den Wein ganz einreduzieren. Sonst habt ihr diesen Weingeschmack bis zum Schluss ziemlich hervorstechend drin. So, jetzt gehen wir etwas mit der Temperatur zurück. So, der Wein ist jetzt komplett einreduziert. Jetzt fangen wir an mit unserer warmen Gemüsebrühe. So, die haben schon wunderbare Farbe, diese Steinpilze. Aber die dürfen noch eine Weile. So, jetzt die erste Flüssigkeit ist so gut wie wieder weg. Jetzt schütten wir nach. Nicht zu viel Flüssigkeit auf einmal. So ein Schöpfer voll sieht jetzt gerade wunderbar aus von der Menge. Und immer rühren. Wie ihr seht, quillt der Reis jetzt auch schon. Ist schon fast doppelt an Volumen. Immer rühren, das ist wirklich wichtig. Wir schütten wieder etwas nach. Und Brühe. Die muss unbedingt warm sein, sonst
kühlt es zu stark ab, wenn ihr da was reintut. Und dann müsst ihr lange warten, bis es wieder kocht. Und so bleibt es immer köchelnderweise. So, die Pilze sind nahezu fertig. Der Risotto dürfte nach 20 Minuten bis 30 Minuten fertig sein. Kommt natürlich darauf an, wie bissfest ihr ihn haben wollt. Ich mag ihn nicht wirklich al dente, ist halt nicht mein Ding. Aber ab 20 Minuten könnt ihr probieren, ob das für euch schon in Ordnung ist. Ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen hier bei dem Gericht, ist eigentlich recht einfach. Die Pilze sind jetzt soweit fertig, die haben wunderschöne Farbe. Etwas von der Petersilie rein. Nicht alles, wir heben uns etwas auf. Und den Knoblauch. So, wir schalten ab. Hier bei den Pilzen. Dann haben wir die schon parat, wenn wir sie zum Risotto dazu rühren. Da merkt man, die frische Petersilie ist, die hockt schon aus der Pfanne. Wir tun die Pilze etwas würzen, ein bisschen Salz und etwas Pfeffer. So, die warten jetzt auf ihren Einsatz. Die sind fertig. Der Risotto braucht vielleicht noch knappe 10 Minuten, dann ist das ja auch fertig. So, wir sind fast am Ziel. Jetzt tue ich den Rest von der Gemüsebrühe. Ungefähr 20 Minuten ist der Risotto jetzt hier am Kochen und er hat noch leichten weißen Kern, das heißt, er ist noch al dente. Noch 5 Minuten, dann wäre das fertig. Jetzt tun wir die Pilze rein. Heben und runter. Wunderbar cremig, ach herrlich, und wie das duftet. Jetzt kommt ein schönes Stück Butter dazu und der Parmesankäse. Damit binden wir das etwas. Wir würzen jetzt noch mit etwas Pfeffer. Rühren das nochmal schön durch. Und dann ist der Risotto fertig. Und jetzt richten wir uns einen Teller an und schauen uns an, wie das Ergebnis geworden ist. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachkochen und guten Appetit.